Liebe Bürgerinnen und Bürger, ein langer Stadtratsabend ist soeben zu Ende gegangen. Wir hatten eine vielfältige Themenflut zu bearbeiten im Stadtrat. Wir sind aber fertig geworden und unter anderem war eine Entscheidung zu treffen, nämlich der B-Plan für die Großlangheimer Straße. Hier ging es darum, dass wir zum einen weiterkommen mit unserer Fertigstellung der Nordtangente, aber insbesondere, dass unsere Schützengesellschaft ihr Bauvorhaben an dieser Stelle verwirklichen kann und hier eine zukunftsreichende und weichenstellende Entscheidung treffen können. Zum anderen hatten wir den Bebauungsplan am Steigweg auf der Tagesordnung. Hier gab es umfangreiche Diskussionen. Es gab unter anderem auch verschiedene Anträge, die von einzelnen Stadträten gestellt wurden. Die wurden alle abgearbeitet und entschieden. Aber für alle die ist es ganz wichtig, dass sie wissen, dass das Bauvorhaben für eine mehrgeschossige Wohnbebauung an dieser Stelle mit 18:12 durchgegangen ist und hier auch die Planungssicherheit momentan für den Investor gegeben ist. Wir kriegen das also weiter. Eine andere Entscheidung war die Sache mit Tempo 30. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten vor einiger Zeit auch schon mal den Antrag im Stadtrat im Dezember 2020, wo eine große Mehrheit sich für eine Tempo-30-Zone, wenn möglich auf allen Straßen in Kitzingen ausgesprochen hat. Jetzt gibt es eine Initiative, nämlich lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit. Hier hat sich der Stadtrat heute durchgerungen, mit 28:1 hier den Auftrag zu erteilen bzw. dieser Initiative beizutreten. Es ist dann damit auch eine Berücksichtigung aller örtlichen Gegebenheiten, städtebaulich, verkehrs- und umweltbezogen zu betrachten und umzusetzen. Ja, ein schöner Punkt war noch der Antrag von mehreren Stadtratsmitgliedern unterschiedlicher Fraktionen. Da ging es um Eheschließungen im Stadtgebiet, also außerhalb von unserem schönen historischen Sitzungssaal bzw. Trausaal. Hier wurde ein Prüfantrag mittlerweile jetzt an die Verwaltung gegeben, dass wir zwei Standorte prüfen lassen wollen, die als Trauorte im Freien möglich sind. Und ich denke, damit schaffen wir auch ein tolles Plätzchen sicherlich für Brautpaare, die ein bisschen an einem anderen Ort sich trauen lassen wollen. Ja, die zwei Standorte, die mit Sicherheit geprüft werden, das ist zum einen die Spitze der Mondseeinsel. Vielleicht erinnern Sie sich, in der kleinen Gartenschau hatten wir da ja auch verschiedenste Veranstaltungen. Also prädestinierter Platz mit Blick auf die Stadt, auf alles, was ja, unsere Stadt so auszeichnet. Und zum anderen den Stadtbalkon. Sie kennen es auch von unserem Stadtshoppen, dass es hier vielleicht auch einen schönen Platz gibt, wo man Trauungen durchführen kann. Ja, noch zum guten Schluss. Die Entscheidung zum Klima- und Altstadtmanager ist gefallen. In den nächsten Tagen werden wir hier die Ausschreibungen auf den Weg bringen. Ja, das war's schon von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.